herzlich willkommen zurück zu Among the Sleep. Ich habe mein Teddy bei mir erleuchtet und er bringt mir ein bisschen, ja, Heil in diese dunklen Welt. Ich bin, glaube ich, ein bisschen, ich weiß auch nicht, ich glaube, ich bin ein Baby mit gewissen Problemen, mit psychischen Problemen, weil hier geschehen seltsame Dinge und jedes Mal, wenn die Mama aus dem Raum gegangen ist, ging es mir schlecht. Und jetzt ist hier irgendwie so ein komisches Portal, durch das wir durchgehen werden und schauen, was uns hier drinnen erwartet. Oh, das ist jetzt ja krass, merkwürdig. Ich habe irgendwelche komischen Halluzinationen. Hey, hello? Ist das Mami? Look at Mommy's necklace. Can you see our reflection? It's you and me. It used to belong to your grandma. Okay. Es gehörte einmal unserer Großmutter. And she seems so distant. Maybe it's more like a memory of her? Mama! Hab jetzt mir mal einfach das genommen. Oh, ein Loch im Keller. Lass mal gucken. Sieht aus, ob hier irgendwas noch nicht ganz fertig ist. Oder dass das hier eigentlich der Keller ist und sie hat hier einen Raum versteckt. Oder versucht zuzumauern. Da gehen wir doch jetzt mal rein. Verwende Tab, um das Inventar zu öffnen. Okay. Ach, das ist ihre Kette. Soll ich damit was machen? Soll ich da reinwerfen? Das scheint mir irgendwie so ein Rohr zu sein. Ich glaube, ihr solltet euer Haus mal überprüfen, bevor ihr irgendwo einzieht. Hier, ich werf's rein. Wie werfe ich denn überhaupt? Soll ich's fallen lassen? Nochmal, Tab. So. Ich weiß nicht, wie man was loslässt. Hedy, ich habe Angst, da reinzugehen. Ich hab's nicht mehr. Hab ich's fallen lassen? Ich komme hier nicht mehr raus. Scheiße. Irgendwie habe ich mich festmanövriert. Jetzt geht's zurück. Okay. Da ist es. So. Ich habe es, glaube ich, in der Hand. Oh, mein Schatten. Hello there. Ja. Erstmal herzlich willkommen zurück zu Among the Sleep. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und mit mir gemeinsam dieses kleine Horrorspiel spielen wollt. Oder mir wenigstens zuschauen wollt. Ich verstehe gerade nicht, was ich hier machen soll. Ich glaube, ich soll das Medaillon da reinwerfen oder mich selber mal reinwerfen. Oh Gott, das ist ziemlich hoch. Hui! Es lädt. Bin ich jetzt tot? Was ist? Ah! Ja. Are you all right? Nein. Ich bin in... Oh, hi Teddy! What is this place? Keine Ahnung. Ich glaube, es ist in meinem Kopf. Komm her. Ich brauche dich bei mir. Ja, krass. Unter dem Haus versteckt sich noch ein anderer Ort. Oder schlafen wir noch? Ich krabbel jetzt, da bin ich schneller. Habe ich auch immer Mamas Amulett dabei? Was ist denn das jetzt? Ein Hexenhaus? Ja, ich hab's noch dabei. Behalten wir's. Playhouse? What's that doing here? Ich würde es irgendwie nicht so ein Playhouse nennen. Ich glaube, es würde anders aussehen. Aber gut, schauen wir es uns an. Ein Spielhaus. Es hört sich jedenfalls schön an. Schauen wir mal rein. Is it locked? I might be able to open it from the inside if you help me up. Okay, ich helfe dir. Los, Teddy, rein da! Ich finde das so super. Okay, mach mir die Tür auf, Teddy. Dankeschön. Whoa. Look at this place. Oh, Geheimversteck. Bezeichnungen von mir. Sind das die, die ich gefunden habe? Listen. Ja. There it is again. It sounds like it's coming from behind this door. Oh. There must be a way to open it. It seems like these are connected somehow. Ich glaube, da muss ich die Kette reinwerfen. Oh, gehst du da rein? Der Teddy klingt so süß. Maybe it requires some sort of key. Ja. Is there anything we can use? Ich denke, das können wir machen. Nehmen wir Mamas Kette.
Oh. So. Drehen. Zumachen. Zumachen. Drehen. Oh. Es tut sich was. Look. Oh. Buttons. Ah, wir brauchen 4 Sachen. Geht nicht. What happened? Why didn't it open? Ich glaube, wir brauchen noch ein paar Sachen. Mama. Maybe we have to press both at the same time. Okay, okay. That's it. So. Jetzt geht's auf. It seems like the memory you shared unlocked the door. Mhm. If we can find more memories like this, it might bring us to her. It looks like we need 3 more. Ja, habe ich auch gedacht. Finden wir sie da drinne? Gehen wir mal reingucken. Hier ist nämlich irgendwie eine Schaufel. Nimm das mal mit hier. So. Soll ich noch weiter runtergehen oder ist das falsch? Nee, kommt mir unheimlich vor. Und Teddy kommt ja auch nicht mit. Kann ich es wieder öffnen? Nee, ist abgeschlossen jetzt. Okay, vielleicht muss ich doch runter. Ich meine, es kann ja nicht ewig nur schön bleiben. Die Tür ist zu. Das ist so süß, so Spielzeugofen und so. Ein Lämpchen. Ja, gehst du nicht mit? Achso, ich kann ihn mitnehmen. Okay, alles klar. Ich habe schon gedacht, ich muss ohne ihn. Das wäre jetzt nicht so schön gewesen. Gehen wir. Gehen wir in den nächsten dunklen Raum. Ich hoffe, es war jetzt kein Fehler, einfach weiterzugehen. Geronimo! Cargando. Whoops. Where are we? Hui. Ich höre nix. Aber ich habe gerade eine Errungenschaft freigeschaltet, dass ich das Ding spiele. Lee. Okay, where are we? Das ist eine gute Frage. Rennen wir doch einfach mal weiter. Och, die Pflanzen machen uns Licht. Wie wunderbar. Voll schön. Wahrscheinlich war Mama mit uns überall. Wo was wir jetzt sehen. Ich kann mir das noch nicht erklären. Das muss eine Erinnerung sein, wie der Teddy sagt. Ich bin gespannt. Da ist eine Schaukel. Das ist bestimmt so ein kleines Spielzeug. Wie heißt das? So ein Spielhof gewesen. Oh, Mensch, das heißt Spielplatz, Kavi. Spielplatz. So. Das sieht aus. Das kann ich mitnehmen. Okay. Karussell fahren. Und runter. Ah, ich komme hier nicht runter. Cool. Sollte ich die Eule finden? Yes, this is a little baby. I am a baby. Das voll auf Abenteuer geht. It looks like another memory across that bridge. Oh ja. Das ist ja krass. Und wie komme ich da hin? Links. Ist aber so weit weg. Krabbeln schneller. Zeichnung. Es speichert, wenn ich eine Zeichnung finde. Das ist praktisch. Gut zu wissen. Oh, scheiße. Roger! Mein kleiner Pyjama ist so süß. Ich glaube, hier waren auch andere Kinder mit mir. Is there a way up this tower? Da ist noch was. Inventar öffnen. Ah, Zwillingseulen. Mhm. A way up this tower. Ah, ich glaube, die kann ich da reinsetzen. Gucken wir mal. Ja, 2 sind schon drinne. Ich denke, ich muss mehr Eulen finden. Gehen wir mal kurz auf die Suche.
Die müssten glitzern und irgendwo sein. Hier sind Schuppen. Ich glaube, wir waren auch mal mit Mama auf dem Spielplatz. Hier ist ein Schuppen. Da ist eine. Boah, was ist das? Oh nein, ich bin alleine in diesen Raum eingeschlossen und ich habe wieder Paranoia. Steh auf, hol Teddy. So. Ich habe eine Säge. Da kommt jemand. Wer ist das? We should be careful. Okay. Jetzt ist es auf einmal wieder dunkel und unheimlich. Wer hat die Tür aufgemacht? Wo ist eigentlich Daddy? Das ist ja auch eine gute Frage, ne? Also ich habe eine Eule, wir brauchen noch ein paar. Ich glaube 3 Stück. Ja, wir müssen noch 3 Stück sammeln. Hier ist aber einiges los, ne? Okay, er sagt, wir sollen vorsichtig sein. Es hat sich es hat sich komplett geändert. Kann ich darauf? Nein. Eben war alles noch schön und jetzt ist alles dunkel und unheimlich. Das finde ich voll schlimm. Aber die Lampen weisen mir den Weg. Da ist eine drinne. Wie kriege ich den Stein runter? Stell ich mal hin. Der ist doch viel zu schwer. Das ist eine Rieseneule. Da ist was. Komme ich da an? Ich komme da an? Oh, runter damit. Teddy, kannst du das machen? Oh, jetzt hänge ich fest. Warte, ich muss da rauf. So, jetzt. Komm her. Und los. Das war nichts. Nochmal. Wir müssen Anschwung nehmen. Und schwingen. Jawohl. Ich stand schon im Gebüsch. Mein Herz fängt wieder an zu pochen. Teddy, ich brauche dich. Es ist zu dunkel. Mach auf. Ich muss dich wieder festmachen. Hallo. Oder ich mach's auf, indem ich dich wegschwinge. So. Geh auf. Als ob der Reifen das wüsste. Mach dich da wieder fest. Jetzt, komm. Alter. 10 Minuten mit dieser Kackkiste verbringen. Ich hab's geschafft. Scheiße! Und das Ding, das schaukelt von alleine, weil da irgendein unsichtbares Kind drauf sitzt. Boah. Ist gut. Ich versteck mich hier drinne. Oh, Zeichnung. Da ist noch eine! Nee, das ist keine, oder? Was ist das? Schaukeln. Okay, gehen wir mal hier durch. Vielleicht ist hier bei der Bank irgendwas. Ich finde das Gelände gerade mega groß. Oh, abgeschlossen. Okay. Das hört sich auch nicht so schön an. Da ist das, wo wir... Wow, da geht's richtig tief runter. Okay, Baby, nicht weiterkrabbeln. Aber eine Zeichnung haben wir. Das ist doch gut. Okay, wie viele habe ich denn jetzt eigentlich? Ich habe 2, aber ich brauche noch 3. Und irgendwo ist die dritte. Ich meine, wozu ist das Lämpchen... Ah, ist hier irgendwas? Nee. Wozu ist das gut? Brauche ich das? Ist da oben irgendwas? Nein. Umgucken schadet aber nichts. Die kleinen Blümchen, das ist das Gute von hier, ne? Oh. Okay. Ich glaube, dahinter ist was. Steh dich mal hin. Und schieb das mal weg. Krabbe. So.
Okay, ich scheine Angst zu haben. Warum? Teddy ist doch hier. Teddy ist hier, kleines Babychen. Rieseneule. Schade, dass ich die nicht mitnehmen kann. Ja, so ein großes... Ist alles zu. Hä? Teddy weg. Jetzt habe ich mich verirrt. Das ist ja... Oh, hi. Ich habe eine Zeichnung gefunden. Allerdings ist der Eingang gerade zu gewesen. Jetzt ist er wieder offen. Okay. Spooky. Boah, hier geht's runter. Soll ich? Ich soll ja eigentlich eine Eule finden. We're trapped. Alles gut, ich hab dich dabei. Verwende, damit Teddy dir Licht spendet. Ja, ich bin dabei. Ich hoffe, hier unten lohnt sich das, um eine Eule zu finden. Da ist eine. Das ist aber ein bisschen tief. Moment, ich gehe einmal rum. Ah, die steht auf so einem Holzding. Gut, dann sollten wir also hier rein. Okay, holen wir uns die Eule. Was ist denn mit dieser Eule los? Mögen die das nicht, dass ich mir die hole? So, Quietsch. Alles ist gut. Aha, das haben wir von außen gefunden. Es ist ganz schön spannend hier. Lasst mich raus. So, ich sollte alle haben. Jetzt sprinte ich mal eine Runde, bis ich nicht mehr kann und hinfalle. Ah! Ja, weiter krabbeln. Komme ich da rauf? Ich würde gerne mal rutschen. Nee, ich glaube nicht. Ich versuch's mal kurz. Ich glaube, ich kann rutschen. Haha! Haha. Damit vielleicht auch. Sieht böse aus. Sieht sehr böse aus. Nee, da will ich nicht rauf. Okay. Gut. Gehen wir zurück zu dieser Wippe und dann packen wir die Eulen da rein. Da war ich noch gar nicht. Das ist das Häuschen. Ach so, doch, da war ich. Okay, das sieht alles ein bisschen anders aus, wenn es dunkel ist und immer wieder hell und dunkel und whoops. Ha! Okay, packen wir die Dinger da drauf. Mal schauen, ob das denn klappt. So, stelle ich mal hin. Ach, schade. Da hätte ich noch... Ich brauche noch eine. Es fehlt noch eine. Verdammt, wo soll die denn sein? Von da bin ich gekommen. Soll ich mich hier mal umgucken? Ich glaube, das Gewicht hält uns noch nicht. Nein. Okay. Es verlangt nach einer weiteren Eule. Wo die denn sein könnte. Ich gucke mich mal hier um, einmal rumlaufen. Vielleicht liegt die Eule hier irgendwo. Nee, sieht nicht so aus. Da müssen wir hin. Da wartet eine wunderschöne Erinnerung für uns. Also ich denke mal, das Baby mit Mama schöne Erinnerungen gesammelt hatte und jetzt gerne wieder welche hätte. Hier ist ein Fahrrad. Ich höre komische Sachen. Ja, so eine große, weite Welt kann für ein Baby ziemlich unheimlich sein. Was ist das eigentlich? Stellen wir uns mal hin, damit wir ein bisschen mehr sehen. Teddy? Was ist das? Ganz schön laut wieder. Da ist eine Zeichnung. Da sind die Eulen. Und da hängt sogar eine. Super. Okay. Gehen wir von hier mal. Nee, auf den Stein komme ich nicht. Dann eben so. Da ist die letzte Eule. Her damit! Ah!
Die Mama klingt komisch. So, wir müssen absteigen. La, la, lauf. Hier krabbele. Fußabdrücke. Okay, von irgendeinem Mann oder so. Jedenfalls sind das fette Stiefel. Vergiss es, ich folge dir nicht. Sehr komisch. Geh mir einfach schnell zur Wippe. Mega unheimlich, wenn das irgendwas damit zu tun hat, dass hier so ein Kinderentführer oder so auf dem Spielplatz war und das Kind hat seitdem so diese komischen Anfälle, wenn es alleine ist oder Mama nicht da ist. Dass es so psychisch halt ist. So, ich möchte die da reintun. So, jetzt sollte das genug Gewicht haben. Wer weiß, ne? Vielleicht war hier ein böser Mensch. Und das Kind erinnert sich daran und hat deswegen diese komischen paranoide Anfälle. Aber ich möchte nicht zu viel denken. Es kann natürlich einiges sein. So, krabbeln wir in den Turm. Na, komm ich rein? Ja. Hier unten ist nichts. Das ist cool gemacht. Es sieht richtig cool aus. Finde ich echt cool. Ha. Wow. Ja. Ja, also, was ich erzählen wollte, was ich so das Jahr über geplant habe. Es kommen auf jeden Fall regelmäßiger Horrorspiele. Das ist ein komisches Geräusch hier. Es kommen regelmäßige Horrorspiele, natürlich verschiedene Star Wars Spiele. Ich habe Star Wars Akademie geplant, Star Wars Old Republic. Dann habe ich noch Star Wars, wie heißt das, Republic Commando geplant. Aber nicht natürlich nicht nur Star Wars, aber es wird so einen Star Wars Tag immer geben. Zumindest solange ich das schaffe von der Arbeit her. Ich mache das nämlich nicht nur, ich mache nicht nur YouTube, sondern ich arbeite nebenbei. Wo ist denn jetzt die Brücke? Ach da! Okay, ich denke mal, jetzt geht's gleich weiter. Ich bin gespannt, was uns in dieser Erinnerung erwartet. Das sieht aus wie ein kleines Portal, ne? Na, mal sehen. Okay, du bist aufgeregt, ich merk's schon. Dann wollen wir mal schauen. Da scheint ein riesiges Tuch zu sein. Ja, neben Star Wars plane ich auch noch Grandia HD Remaster. Ich habe Grandia nämlich damals mit einer Freundin gespielt und wir sind irgendwie in die durchgekommen. Das heißt, es ist so halb blind. Es wird aber so sein, als wenn ich es von vorne und komplett neu spiele, weil damals war ich noch ein bisschen jünger. Ja. Then it's time for bed. No. Das ist die Spieluhr, die neben uns auf dem Bett steht. Ich nehme sie mit. Danke, Mama. Okay. Jetzt nehme ich noch einmal die Zeichnung hier mit. Eine Regenbogenbrücke. Voll schön. Ach so. Das ist so ein Ziehharmonika oder wie das heißt, wenn man da drüber läuft. Genial. Da geht's weiter. Der Weg führt uns wieder zurück. Finally. We must be getting closer. Ach so, näher, nicht zurück. Okay, alles klar. Dann rutschen wir doch mal wieder runter. Ja. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Das werden wir in der nächsten Folge erfahren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mm-hmm.